Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Borsten Maul. Viel Spaß dabei. So, meine lieben Freunde, jetzt geht es los. Oh, und einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer neuen Folge von Fallout 4, die Siedlungstour. Ja, und wir machen heute weiter mit Spectacle Island. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Erstmal wechseln wir die Ansicht. So. So, also hier unten habe ich nichts großartig verändert. Ich habe halt alles weggelootet, was hier so einigermaßen lose war. Alles, was ich so finden konnte. Ja, wer sich nicht auskennt, dem ist gesagt, Spectacle Island ist natürlich eine Insel. Und ist eigentlich recht schön, aber von der Aufteilung her, das werde ich gleich nochmal kontrollieren, ob das tatsächlich so ist, ein bisschen seltsam, was den Werkstattbereich so angeht. Hier habe ich ein paar Wasserpumpen hingestellt, ganz normal. Zu Anfang hatte ich das mal so gemacht. So, und wer vermutet hat, wer es nicht kennt, der ein oder andere wird jetzt hier eine Werkstatt drin vermutet haben. Hier ist aber keine drin. So, hier habe ich noch eine unvollständige Powerrüstung reingestellt. Ja, das interessiert mich jetzt eigentlich gar nicht. So, Mann. So. So, die Fusionsgeneratoren, die habe ich hier reingestellt. Zwei Stück. Die Ruine hat sich halt so da angeboten. Kann man weiter nichts machen. Und dieser Mal kann alles wieder wegscrappen und zusehen, dass man hier ein bisschen Ordnung reinkriegt. Aber ich habe das alte Gebäude wirklich nur jetzt für die Fusionsgeneratoren benutzt und verteile hier halt meinen Strom. So. Bevor wir in das Gebäude gehen, schauen wir uns erstmal die Werkstatt an. Gammelkala ist hier. Hier ist der Händlerstand aus Bunker Hill. So, dann habe ich hier die Wasserversorgung. Ein Wachstand. So. So, hier habe ich noch mal eine Hütte hingestellt. Ein paar Schutzsysteme gegen Meyerlurks und alles, was so hier so rumkreucht und fleucht. Jo, ein Wachposten. Na, willst du durch die Wand gehen? Hallo? Er redet nicht mit uns. Ein paar Betten reingestellt. So. Jo. Schauen wir erstmal hier, was uns das Beschäftigungsverhältnis sagt.
Beschäftigungsübersicht. Also wir haben hier 16 Farmer, 3 Plünderer, 3 Wachen, eine Karawane, ein Rüstungsschmied, ein Barkeeper, ein Schneider, ein Arzt und ein Schrotthändler. So, mal gucken, ob wir noch Arbeit frei haben. Wir könnten noch jemanden der Landwirtschaft zuweisen, aber im Moment haben wir keinen Arbeitslosen. So. So, und komischerweise ist die Werkstatt hier drin. Aber gut, ist nun mal so. Dann schauen wir einmal rein. Hier auf Spectacle Island haben wir 31 Leute. Essen haben wir 96. Wasser haben wir 168. Wir versuchen uns mal die Zahlen zu merken. Leute 31, Essen 96, Wasser 168, Energie 230, Schutz 473, Betten 37. Die Moral ist absteigend auf 88. Ja, der Ladebalken ist 2/3 voll, würde ich sagen, so ungefähr. Etwas über 2/3. Und man könnte noch einiges bauen. Essen 96, Wasser 168, Energie 230. So. Ja, ringsrum habe ich überall ein paar Waffensysteme aufgebaut. Ja, die hat noch mal Spaß auf der Toilette. So. Ja, war auch erst nicht ganz einfach hier. Die Meyerlurks und alles, was hier so kreuchte und fleuchte, loszuwerden. Aber wenn man das einmal geschafft hat, dann ist das eigentlich ein schönes Fleckchen Erde hier. Ach nee, ich muss das mal einmal ändern. So, dann hört das Gestöhne erstmal wieder auf. Jawohl. Wunderbar. Ach so, ja, ich um mein Gehirn. Ich schreibe mir was mal eben kurz auf. Essen 96, Wasser 168, Schutz 473. Weil so richtig überprüft habe ich diese Verhältnisse noch gar nicht so richtig. Also das haben wir jetzt auf jeden Fall im Bereich dieser Werkstatt hier. Diese Werte.
So. Na, gibt es hier auch noch irgendwas Besonderes? Nee. Einfach nur. Der normale Zustand. So. Mal gucken, wo die ganzen Leute abgeblieben sind. Hallo. Na? Muss arbeiten. Keine Zeit zum Reden. Du siehst gefährlich aus. Hoffentlich bist du nicht meinetwegen hier. So, haben wir mal hier 4 Hunde. Auch immer wieder schön, wenn die mit in den Kampf eingreifen. Wenn du noch nicht in Grey Garden warst, guck's dir an. Da wird alles von Robotern betrieben. Hier draußen muss man sich von Tag zu Füße tun. Genau, hier draußen. Die Farm ist nichts Besonderes, aber immerhin etwas. So. So, hier sind wir dann in der obersten Etage. Der übliche große Bettenraum. So wie man es von mir kennt. Sportliche Siedler. Hey, wie geht es dir? Die Bar. Für die gemütlichen Drinks am Ende. Na, ja, zeig du mal, was du kannst. Na, können wir froh sein, dass du keinen Minirock anhast, ja? Du kannst bestimmt mit deinen Oberschenkeln Kokosnüsse knacken, hm? So sportlich wie du bist. Immer weitermachen. Keine Ahnung, wie viele Blasen ich habe. Jo. Fein macht sie das. Ein einfaches Leben ist das nicht. So, dann geht's hier runter. Ja. Musiktruhe, Jukebox. Plünderwerkstätten habe ich auch hier drin. Ein paar schöne Bänke in der Mitte. Die Geschäfte. Habe hier viele Leute in Militärkleidung gepackt. So. Mit der Ernte läuft es ziemlich gut. Ja. Kennst du die Farm, die von Ghulen bestellt wird? Wahnsinn, oder? Ich mache mir nicht viel aus Good Neighbor. So. Da gibt's nichts als Ärger. Dann wollen wir mal eben schauen. Wow. Essen 96, das ist bleich geblieben. Schutz. Wasser 168, Schutz 473. Wasser 168, ja, hier ist noch alles gleich geblieben. Es war nämlich mal so, dass wegen glaub mit der Energie war. Das habe ich mir die Energie nicht aufgeschrieben. Essen 96, Wasser 168, Schutz 473, Energie haben wir hier 230. Weil das gab hier mal unterschiedliche Werte. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, ob das mit der Energie war oder mit irgendetwas anderem.
Das Schöne ist, man kann hier bis zum Wasser bauen und hat ringsrum Platz genug. Zum Bauen. Hier ist auch nichts mehr Besonderes drin. Vielleicht ist das mal gepatcht worden, aber hier gab es dann immer so unterschiedliche Werte mit Wasser vor allen Dingen und ich meine mit Energie. Wir gucken uns das mit der Energie nochmal an. Nee, scheint also tatsächlich im Moment alles gleich zu sein. So. Vielleicht ist es weggepatcht worden oder mit den DLCs geändert worden. Es gab auf jeden Fall auf Spectacle Island früher unterschiedliche Werte. Das war alles ein bisschen sehr eigenartig. Mal hier gucken, ob hier noch was anderes ist. Nee, jetzt alles gleich. Ist auch, wie gesagt, relativ ruhig geworden hier auf der Insel. Sonst gab es schon mal mehr Überfälle. Also die größten Überfälle kommen immer von dieser Seite hier. Mal schauen, ob hier jetzt noch andere Werte sind. Nö, alles gut. Also die meisten Überfälle kamen immer von dieser Seite. Off the radar. Aber jetzt war schon länger nichts mehr an Überfällen. So. Ja, hier habe ich links ums Lagerfeuer normale Bänke aufgestellt. Da gibt es das Problem mit dem Richtungsproblem nicht. Aber wir haben es ja jetzt mittlerweile gelöst. Wir wissen ja jetzt mittlerweile Bescheid. Wanderer und ich. Essen tatsächlich nur 96. So viele Pflanzen hier und Essen nur 96 werden nur angezeigt. Naja, zähle ich jetzt nicht durch. Alles gut.
Hier gibt es eigentlich auch immer wenig Beschwerden. Die verdammten Raider haben hart zugeschlagen. Ja, ihr habt es ja geschafft. Ja, mit euren Rädern. So. Guck mal nochmal schön aufs Dach. Ehrlicher als Landwirtschaft kann Arbeit nicht sein. Genau. Diesen Spielautomaten musst du ausprobieren. Ja, auch jede Menge Waffensysteme. Auf den Dächern. Die hauen ganz gut rein, wenn es hier mal zu einem Angriff kommt. Ja, Leute, was soll ich noch sagen über Spectacle Island? Jede Menge Platz zum Bauen. Man kann sich richtig austoben, wenn man dann Lust dazu hat. Ah, da seht ihr gerade, da kommt mein Versorger. Wir gehen hier locker und schön durchs Wasser. Ja, Richie Bier hat in einer der letzten Folgen seiner Fallout 4 Serie ja erzählt, dass es da irgendwo einen Terminal noch geben soll, den bis jetzt noch keiner entdeckt hat. Das kann ich mir persönlich auch sehr gut vorstellen, denn wenn man mal überlegt, wie wenig man sich im Wasser aufgehalten hat und wenn man dann solche Zugänge da zum Beispiel sieht. Wer weiß, was im Wasser noch alles verborgen ist. Und Boston selber ist ja auch noch so verwinkelt. Und wenn man an die ganzen Autobahnbrücken denkt, an den ganzen Pfeilern und Brücken, wo eventuell auch noch was sein könnte, die man auch noch nie so richtig durchsucht hat. Da kann man sich durchaus vorstellen, dass irgendwo tatsächlich noch so ein geheimer Terminal ist, den noch keiner gefunden hat. Andererseits könnte man sich aber auch vorstellen, dass es so ein kleiner Scherz von, was ist es jetzt, Bethesda, Zenimax ist. Wegen Fallout 5. Um das alles ein bisschen spannender zu machen. Aber man weiß es halt nicht. Also ich an eurer Stelle, wenn ihr hier Fallout 4 spielt, guckt euch jede Ecke 10-mal an. Rennt nicht durch, als wenn ihr angestochen seid, sondern genießt das Spiel und man kann es genießen. Wenn ihr mal keine Lust habt, macht mal ein paar Tage Pause, spielt was anderes, macht euch den Kopf frei und spielt weiter. Es ist also wirklich lohnenswert, weil es ist praktisch in jeder Ecke was. Man kann so viel untersuchen und gucken. Wie gesagt, allein im Wasser, wenn man sich das alles so anguckt, was da noch an kleinen Inseln überall ist, an Boote, die irgendwo noch schwimmen oder kleine Schiffe.
Ne? Überall ist irgendwas. Und überall könnte irgendwo noch was versteckt sein. So. Also ich kann wirklich nur an euch appellieren, rennt nicht durch das Spiel durch, genießt jede Minute, guckt euch alles in Ruhe an. Ihr werdet immer wieder Neues entdecken. Das haben wir jetzt beim Richie Bier wieder gesehen. Mindestens 2 oder 3 Stellen in Boston, die er selber noch gar nicht gesehen hatte, wo er nur dran vorbeigegangen ist. Obwohl er schon bald 3000 Folgen fertig hat. So, wie gesagt, Spectacle Island gibt es jetzt weiter so nichts mehr zu berichten. Ihr habt alles gesehen. Wie ich schon 1000 Mal gesagt habe, Spectacle Island ist auch hier wieder quadratisch praktisch gut. Es ist einigermaßen sinnvoll eingerichtet. Die Siedler haben alles, was sie brauchen. Kommen gut zurecht. Und deswegen bin ich auch zufrieden. Und deswegen sag ich mal, liebe Freunde, macht's gut. Habt viel Spaß mit allem, was ihr tut, vor allen Dingen, wenn ihr Gutes tut. Und ich hoffe, ihr tut nur Gutes. Und in dem Sinne sage ich Tschüss.